Höret, höret. Sie hei der Wilhelm Tell aufgeführt, im Leuet Znottiswil. Das Profil volls fürs halbe Dorf hat mitgemacht bei dem Spiel. Die andere Hälfte war im Saal gsi beim grossen Bier. Aus Publikum hat zugeschaut und ist gespannt gsi, was passiert. Am Anfang war es schön gsi, da hat auch Stauffacherin vom Pfarrer mit dem Schneider geredet, in Wort von tiefem Sinn. Und als ist grün gsi, sie hat das mal nicht gesagt, das Kleid sich teuer. Und er hat gut aufpasst, dass er der Faden nicht verliert. Auf das Mal kurz vor einem Äpfelschuss, der Lehrer kommt als Tell. Sein Sohn, der fragt nicht eins und eins, da ruft er deine schnell. Wo unter dem Hut als Wach ist gestanden, so dass jeder gehört. Warum fragt er so dumm, hat er in der Schule denn nichts recht gelehrt? Ein Freund vom Tellemann aus Altdorf zwickt dem Eis aufs Maul. Und dieser, wo der Hut bewacht, geht um gar nicht faul. Und stößt dem mit seinen Hellebarden einen mit dem Bauch. Da kommt schon das Volk von Uri zu springen, Donner, jetzt geht's rauch. Die einen, die von Österreich, die nehmen für die Wachpartei. Die anderen, die von Altdorf für eine Telleischlägerei. Mit Hellebarden, Kartonschwert und Lisse schlösse ich drei. Der Tell liegt unter dem Gessler, schon da mischt der Saal sich ein. Jetzt kommen Gläser zu fliegen, jeder stillt sich heime Wut. Ein grosser Tisch und Bank und das Bier vermischt sich mit dem Blut. Der Wirt rauft sich sein Haar pro Schiene, brochene Glieder ein. Zwei Stunden lang hat das gedauert, da ist Österreich geschlagen gsi. Sie hat der Wilhelm Tell aufgeführt im Leuet Znottiswil. Und gewiss noch nie nicht in naturalistischerem Stil. Versicherung hat's zahlt hingegen eins, weiss ich seither. Sie würde die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wär. Sie würde die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wär. Gut.